Und damit, jo Leute, was geht weiter? Kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Leute, heute geht es mal wieder an etwas Neues. Ja? Heute geht es wieder an etwas Geiles. Ja? Heute geht es an den neuen Track von Angel Payne. Warum? Wie angekündigt, dass heute die Reactions kommen. Schon mal vorhergesagt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Reaction auf den Akaya-Song, denn beide Reactions kommen gleichzeitig. Kommen beide heute um 19 Uhr, also wenn ihr das Video hier seht, so gesehen, um 19 Uhr, dann ist die, sind beide Reactions online. So. Ich würde sagen, ich laber gar nicht so lange, wir starten direkt rein. 2:34? Gib ihn. Ah ja, dazu gesagt, beide Tracks natürlich in der Playlist drin, ne? Hier. Beide Tracks hier drinne. Natürlich, wie es sich gehört. So, gib ihn. Also beatmäßig, ja, beatmäßig muss ich ja schon mal sagen, habe ich leichte Yuji-Vibes. Ich habe jetzt keinen direkten Song von Yuji zum Vergleich, aber ich habe so diese, ja, ich sag jetzt mal, ja, diese Vibes, die man halt bei Yuji hat, wenn man deine Musik hört. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich muss ehrlich sagen, es kommt sehr, sehr geil. Ja, vor allem mit seiner Stimme auf so einem Beat ist das halt natürlich auch wieder was komplett anderes. Ich sag mal so, würde jetzt Yuji auf diesem Beat rappen, wäre das, glaube ich, an sich nichts Neues, weil er hat ja schon mal solche Beats verwendet oder benutzt solche Beats häufig. Und bei ihm ist das ja eher so ein Ding, also bei Angel ist das jetzt ja so ein Ding, bei ihm kennt man diese Art von Beat, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß es nicht, ne? Weil es gibt zwei Songs, die ich bei ihm nicht gehört habe. Von den neuen. War Vergessen und Dieser Tag. Habe ich mir nicht angehört. Noch immer nicht. Das hat auch seine Gründe tatsächlich. Das werdet ihr aber auch bald erfahren, hoffentlich. Wer weiß. Ja. Das ist halt so ein Ding, ne? Aber das ist halt das, was mir halt gerade so auffällt. Aber ja. Und ich frage mich, wann haben wir uns denn entfernt? Doch wir beide wohnen gar nicht so krass weit entfernt voneinander und du hast für mich noch immer großen Wert. Warum haben wir denn beide daraus nie gelernt? Warum, warum haben wir nie gelernt? Warum fiel uns zu lieben viel, viel zu schwer? Weiß man, von wem das Mix und Mastering ist? Weiß man das eigentlich? So, ich frage für einen Freund. Ja, ich frage für einen Freund, weil mich würde mal interessieren, wer das Mix und Mastering gemacht hat bei der Stimme oder generell. Das würde mich halt an sich echt mal interessieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es Yuji ist, der das Mix und Mastering gemacht hat. Schau mal schnell, ich frage ihn mal ganz kurz auf schnelle Welle. Ich kann ihm ja mal eben schreiben, so auf süß. Auf süß schreibe ich ihm mal eben schnell. Ja. Ich schreibe ihm jetzt mal kurz.
Das würde mich nämlich echt interessieren. Das würde mich nämlich echt mal interessieren, mal gucken, aber sieht. Schauen wir mal. Ich krieg das ja mit. So. Aber ich will noch mal ganz kurz den Anfang hören. Mit der Stimme zusammen. Okay, das ist auch geil. Das ist auch. Das klingt auch sehr, sehr nice mit der im Background gelegten Stimme am Anfang. Ist auch sehr, sehr geil. Viel zu schwer. Diese ganze Welt dreht halt einfach verkehrt. Und es ist hier so leer. Es ist so leer, es kommt wieder vermehrt. Ich spür einfach nichts mehr in meinem Herz. Ich bin so down, ich bin so low. Still on the ground, aber weiß nicht wieso. Ich war immer zu nett, du sagst, ich war einfach weg, aber ich sag, das ist Big Cap, Big Cap. Frag mich, was hab ich nur gemacht? Nenn mir bitte einen Grund, weshalb du mich nicht mehr magst. Nenn mir bitte einen Grund, sonst versink ich tief in diesen Sumpf und wir sind beide emotional. So emotional. Und ich frage mich, wann haben wir uns denn entfernt? Doch wir beide wohnen gar nicht so krass weit entfernt voneinander. Und du hast für mich noch immer großen Wert. Warum haben wir denn beide daraus nie gelernt? Warum, warum haben wir nie gelernt? Warum fiel uns zu lieben viel, viel zu schwer? Ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Schauen wir mal rein. Also. Okay, Mix und Mastering ist tatsächlich von Pask. Das ist geil. Der macht das auch übel stark. Das ist mir nämlich. Ich war nämlich so ein bisschen verwundert. Ja, verwundert. Stark. Ich war nämlich so ein bisschen verwundert. Wegen der, ich sage jetzt, also nix gegen den Dingens, ne? Nix gegen Past, ne? Korrekter Dude und so. Macht auch übelst geile Sachen, ne? Mix Mastering mäßig, ne? Bestes Beispiel ist UCH2 von RMX Diego. Ja, das Asche-Remix-Ding. Geisteskrank, was er da gemacht hat. Oder auch die Beats, die er da gemacht hat. Ja. Auch geisteskrank geil. Aber mir ist es halt aufgefallen, weil im Vergleich zu ihr Ego oder ja, ihr Ego zum Beispiel, klingt die Mische halt so ein bisschen anders. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Deswegen war ich so verwundert. Verwundert? Deswegen habe ich ihn jetzt mal eben angeschrieben, weil mich das gerade so ein bisschen gecatcht hatte und ich mir deswegen gerade gar nicht so sicher war. Aber okay, ist von Pask gemacht. Die Mische, sehr geil. Freut mich, dass der da auch noch so ein bisschen mitspielt. Das freut mich. Aber ich bin ehrlich, Digga. Ich glaube, gegen den Track kannst du eigentlich gar nicht so wirklich sagen. Also im Negativen jetzt, im Guten kannst du sehr, sehr viel sagen. Klar, wie gesagt, ne, im Gegensatz oder im Unterschied
Unterschied, Gegensatz, Vergleich. Im Vergleich zu ihr Ego, was die Mische angeht, klingt es halt schon dezent anders. Also das hört man raus auf jeden Fall. Aber es ist nicht kacke, also. Ich weiß ja, was Persten noch so gemixt und gemastert hat, ne? Jetzt von den RMX Ego Sachen gesehen. Ich weiß ja, dass er da auch was gemacht hat. Und das nicht gerade wenig. Er hat, glaube ich, fast alles davon gemixt und gemastert, was RMX Ego hochgeladen hat. Ich weiß, also, I don't know, ne? Ich bin da jetzt gerade nicht so auf dem aktuellen Stand. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil trotzdem. Trotzdem. Aber geil. Geiler Track. Kann man nicht meckern. Sehr geil, sehr geil. Geiles Ding. Ja, Mann, das war Warum von Angel Payne. Ich bin mal gespannt, was wir dann noch so in nächster Zeit kriegen, weil es steht ja, ne? Es steht ja immer noch eine Ding auf, es steht ja immer noch eine EP auf. Wann die kommt, kein Plan. Ja, weiß ich selber nicht. Egal. Ist auch egal. Soll er sich die Zeit nehmen. Soll er die Zeit nutzen. Und uns einfach so noch versorgen. Ja, wobei soll er nicht. Kann. Ne? Wenn er Bock drauf hat, kann er Tracks machen. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Ja, auch alle anderen von Shiroshi Records sind da auch verlinkt. Ja. Und ja, erster Link in der Videobeschreibung, Link zur Reaction von Akaya. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.